Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, wir haben in der letzten Folge eine kleine Steintafel gefunden, die wir jetzt ins Toller bringen sollen. Und wahrscheinlich werden wir genau das machen. Orange. Orange hat dir noch etwas zu sagen, bevor ihr nach Ratika aufbrecht. Tara, bevor wir aufbrechen, wollte ich dir noch etwas sagen. Der Glaube der Untertanen der Nacht gestattet nicht, dass das Licht ihren Namen gewahr wird. Deswegen treten sie nie unter ihrem wirklichen Namen auf. Sie geben sich stattdessen den Namen eines Ahn oder Verwandten. Ihr Stoller hat auch einen neuen Namen angenommen. Denn ihre Lehrmeisterin, die Hexe Motoya, den ihrer Lehrmeisterin, der Hexe Motoya, so. Wir sollten sie von den Untertanen der Nacht ebenfalls bei diesem Namen nennen. Das war alles, was ich sagen wollte. Lass uns jetzt aufbrechen durch das Tor im Nordosten. Die Wache wird uns durchlassen. Ah, und das erklärt, warum sie mit dem Namen Motoya im Trailer damals angesprochen worden ist. Okay. Aber dann machen wir uns zu Yestola Metoya auf. Das heißt, erstmal gucken, wo wir hin müssen. Aha, ins nächste Gebiet. Das ist gleich da vorne. Okay. Und dann müssen wir eigentlich nur noch den Torwächter hier fragen, ob er uns durchlässt. Ich grüße euch. Der Weg jenseits dieses Tors führt nach Ratika. Seid ihr sicher, dass ihr diese Reise wagen wollt? Natürlich, sonst hättet ihr nicht gefragt. Wie ihr wünscht. Wartet, ich öffne euch das Tor. In jeder Ära wenden wir unseren Blick zurück in die Vergangenheit. Denn der Pfad, den wir hinter uns lassen, gibt uns mehr Rätsel auf als der, der vor uns liegt. Die Hochkultur Ronkas, nun hütet das Dickicht des Waldes, was von ihrem Glanz übrig blieb. Ein Ort, der Antworten bereithält für die, die danach suchen. Ratika. Rack. Tika. Wir sind da. Raktika ist von gewaltiger Größe, doch die meisten Teile des Waldes sind so dicht, dass sie bis heute noch nie jemand betreten hat. Das Hitia-Sumpfland ist wesentlich gangbarer. So kommt es auch, dass die Untertanen der Nacht sich hier niederließen. Alles Land, das sich vor unseren Augen erstreckt, muss sich unserer Herrschaft beugen. Geht fort. Erobert. Herrscht. Was haben Sie mir zugejubelt, als ich redenschwingend auf meine Feldzüge gegangen bin? Ein Land nach dem anderen wurde besiegt und besetzt. Auf dass es wachse. Mein großes galäisches Kaiserreich. Was willst du schon wieder? Was denn? Da sieht man sich nur mal um und schon wird man vom Wachhund angebellt? Soll ich euch vielleicht lieber aus den Schatten heraus beobachten? Es ist eine Geste des Anstands, dass ich mich euch zeige. Heißt das, du kommst mit und hilfst uns? Vielleicht begleite ich euch ein Stück des Wegs, solange ich Lust habe. Nur beim Kämpfen. Da rechnet besser nicht mit mir. Im Schatten der Bäume vergisst man es schnell. Aber auch diese Region ist von Licht bedeckt. Ich bin ein Geschöpf der Dunkelheit und hier zu sein bereitet mir ein gewisses Unbehagen. Unter solchen Bedingungen zu kämpfen ist ein gar grässlicher Gedanke. Wenn du mitkommen willst, dann komm mit. Aber ich behalte dich im Auge, verstanden? So, Orange. Ich kann Emmet Seychs Abneigung in dem Wald nachvollziehen. Er ist ein respekteinflößender Ort. Die Sündenvertilger beanspruchen ihn als Jagdrevier und töten jeden, den sie finden. Vor 2 Jahren kam es zu einem besonders heftigen Angriff, der einen hohen Blutzoll forderte. Sie fielen wie Raubtiere über die Untertanen der Nacht her. Die meisten der Priester verloren ihr Leben im Kampf oder sie wurden selbst verwandelt.
Vielleicht hätte überhaupt niemand das Massaker überlebt, wenn dies Toller nicht gewesen wäre. Sie führt seitdem die wenigen Überlebenden an. Los, gehen wir zur Gornfeste. Sie war das nächstliegende Lager der Untertanen der Nacht. Dort haben vor 2 Jahren schreckliche Kämpfe stattgefunden. Aber du wirst ja sehen. Die Hintergrundmusik ist so richtig cool hier. So, da vorne ist schon die Feste. Man sieht sie durch das Dickicht. Da vorne. Wir gehen da mal hin. Bis gleich. Okay. Also diese Feste hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Das hier ist die Gonfeste, oder das, was davon übrig geblieben ist. Ishtola wird mit ihren Leuten eine andere Wehranlage bezogen haben. Sehen wir uns die nächste an. Oder auch nicht. Jetzt! Schnappt sie euch! Was ist das? Eine neue Abart der Sündenvertilger? Die sehen ja beinahe normal aus. Was soll das heißen, beinahe normal? Wir sind keine Sündenvertilger. Nehmt die Waffen runter. Der kann sprechen. Vorsicht! Die machen uns nur nach. Bring me to your leader. Kupo, Kupo, Kupo? Hör auf damit! Du machst ja alles nur noch schlimmer! wisst ihr, wenn ich mir recht überlege... Eigentlich habe ich schon ausreichend guten Willen bewiesen. Und mitkämpfen kann ich auch nicht. Was soll ich dann also noch hier? Vielleicht entschuldige ich mich am besten. Mir ist ohnehin gerade nach einem Nickerchen in einem ruhigen Baumwipfel. Euch dann viel Glück noch. Na toll. Der eine hat sich in Luft aufgelöst. Die sind nicht normal. Normal haben wir auch nie gesagt. Oh. La Habrea war mir um einiges sympathischer. Was ist, Runa? Habt ihr die Sündenvertilger? Matoya! Matoya, bist du dir sicher, dass das Sündenvertilger sind? Sie sehen nicht so aus. Meine Augen sahen das Licht, das von den Eindringlingen ausgeht. Was außer Sündenvertilger könnten sie sein? Man neigt dazu, es zu vergessen, aber Ishtola sieht seit ihrem Unfall nicht wie wir. Sie ist blind. Doch ihre Fähigkeit, im Äther zu sehen, ist mehr als nur ein guter Ersatz. Meistens. Hexe Matoya, erkennst du mich nicht? Ich bin es, Uriangée. Tatsächlich, du bist es. Und Tancred. Und ich nehme an, das ist das Mädchen mit dem Namen Minfilia? So ist es. Würdet ihr nun bitte die Waffen senken? Einen Augenblick. Wenn du wirklich Uriangée bist, wer ist dann die Gestalt neben dir? Kriegerin des Lichts, Schrägstrich Dunkelheit. Sie ist so vom Licht eingenommen. Sie kann nur ein Sündenvertilger sein. Du kannst sie doch unmöglich vergessen haben. Es ist die Heldin vom Bund der Morgenröte, unsere Heldin. Sie hat endlich den Weg in diese Welt gefunden und bereits 2 Lichtbringer vernichtet.
Du hast dich sehr verändert. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Matoya, was sollen wir jetzt mit ihnen machen? Ich habe mich geirrt. Steck die Waffen weg. Entschuldigt den unfreundlichen Empfang. Die Untertanen der Nacht heißen euch willkommen im großen Wald von Raktika. So, hier ist Toller. Schön, dich endlich zu sehen. Hier ist es zu gefährlich. Wir sollten in unseren Unterschlupf gehen und uns dort in Ruhe unterhalten. Folge dem Weg in Richtung Nordosten, bis ihr auf eine Höhle trefft. Dort werde ich auf euch warten. Also nach Nordosten, immer geradeaus weiter. Okay, das schaffen wir. Da wartet jetzt Toller schon auf uns. Da bist du ja. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. In diesem Wald gibt es Bäume, die über 1000 Jahre alt sind und die auf sonderbarste Weise miteinander verwachsen sind. Besser, man hält sich an die Wege. Doch in unserem Lager habt ihr nichts zu fürchten. Kommt, die anderen sind schon da. Immerhin ist es dunkel hier drin. Das ist Schlangenzweig, unser größtes Lager. Die Untertanen der Nacht verehren die Dunkelheit, aber nicht als Gottheit. Sie folgen bestimmten Regeln und führen ein stilles Leben in Gebet und Einkehr. Ihre Rituale geben ihnen Halt und Stärke. Es steckt viel Weisheit in den Regeln, die das Leben nach der Lichtflut erträglicher machen. Bescheidenheit ist eine große Tugend. Erwarte also keinen allzu üppigen Empfang. Ihr müsst mir unbedingt erzählen, was sich inzwischen ereignet hat. Kommt, lasst uns in Ruhe sprechen. Und als nächstes wollt ihr euch also den Lichtbringer von Raktika vornehmen. So der Plan. Seit meiner Ankunft habe ich eingehend die Geschichte der ersten Splitterwelt studiert. Ich will nicht sagen, dass man dem Kristallexarchen nicht trauen kann, aber ich hielt es für besser, mir eine eigene Meinung zu bilden. Meine Forschung führte mich hierher und ich habe diese Gegend auf meinen langen Wanderungen sehr gut kennengelernt. Auf den Lichtbringer bin ich dabei nicht gestoßen. Aber er kann sich eigentlich nur an einem Ort aufhalten. Was meinst du damit? Vor mehreren tausend Jahren war dieser Wald das Zentrum eines großen Reiches, das Ronka-Kaiserreich. In Ixmayar, das sich östlich von hier erstreckt, liegen viele gut erhaltene Ruinen. Es ist kaum zu glauben, aber bis zum heutigen Tag werden die Überreste dort von treuen Hüterinnen beschützt. Sie nehmen ihre Aufgabe ziemlich ernst.
Jeder, der das Gebiet betritt, wird vorbehaltlos angegriffen. Das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen, als ich mich dort umsehen wollte. Es war nicht zu machen. Ich musste mich jedes Mal wieder zurückziehen. Du glaubst, dass sich der Lichtbringer nur dort im wohlbehüteten Ixmaya verborgen halten kann? Die Steintafel, die der Kristallexarch mir schickte. Ein einfaches Geschenk ist das sicher nicht. Irgendetwas beabsichtigt er doch damit. Ich werde mich daran setzen, sie zu entziffern. Vielleicht enthält sie einen Hinweis, wie wir in den Wald von Ixmaya kommen. Ich bin dir gerne dabei behilflich. Danke, Orianger. Ich fürchte, das wird kein leichtes Unterfangen werden. Warum siehst du dich in der Zwischenzeit nicht den Schlangenzweig um? Du wirst bald sehen, dass du als Kriegerin der Dunkelheit den Leuten hier weit mehr bedeutest, als du vielleicht denkst. Täusche ich mich oder hat dich die Splitterwelt mit neuem Lebensgeist erfüllt? Ich habe dich gar nicht so temperamentvoll in Erinnerung. Das wundert dich? Ich versuche schon seit ich denken kann, die Rätsel um die Entstehung unserer Welt zu lüften. Selber einmal eine der Splitterwelten zu besuchen, ist ein unglaublicher Glücksfall für meine Forschung. Es ist, als könnte man auf einmal in den Lehrbüchern und Folianten spazieren gehen. Und du, Tancred, hast du gefunden, was du suchtest? Es ist... Wir alle haben viel erlebt. Entschuldige mich. Es ist meine Schuld. Ich bin nicht die, für die er mich hält. Das mag sein. Aber er sollte einsehen, dass die Dinge so sind, wie sie eben sind. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Dein Schicksal liegt schwer auf deinen Schultern. Aber nicht er, sondern nur du kannst entscheiden, wie deine Zukunft aussehen soll. Warum gehst du nicht raus und siehst dich etwas um? Das wird dich auf andere Gedanken bringen. So, und wir versuchen jetzt auch auf andere Gedanken zu bringen und machen deshalb die Folge hier zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.